Hallihallo, liebe Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno. Na, Schätzeleins, geht's euch allen gut? Ich hoffe ja schon, denn wir haben heute riesen Bock auf Anno. Denn es kam jetzt die Tage wieder mal ein bisschen weniger, ihr habt das schon gemerkt. Schlaue Füchse haben schon vermutet, ja, dass wir da wieder umstellen. Haben sie auch recht, die ganzen Füchse unter euch. Wir stellen wieder um, ein bisschen aber nur. Nicht gerade ganz massiv, sondern einfach nur ein bisschen. Weil momentan sehr viel im Kommen, sehr viel am Machen, sehr viel am Tun ist. Es wird gemunkelt, dass an diesem Zwerge unter euch, ja, also mir, dass da ein kleines Geheimprojekt gerade läuft. Manch einer hat da schon wohl im Forum was gelesen und spekuliert gerade ganz wild. Tja, an der Stelle kleine Werbung fürs Forum. Das soll es aber auch mit Werbung gewesen sein, denn ich... Wie gesagt, Werbung in eigener Sache, das ist okay, aber das dürfen wir nicht übertreiben. Hatten wir auch letztens in den Kommentaren wieder erst. Gut, wir sollen schauen, dass wir unseren Port hier... Ihr seht, die Maus ist wieder dabei. Ihr habt die Maus wieder im Bild. Das heißt, ihr seht mein ganz panisches Gezuckeln mit der Maus jetzt wieder. Freut euch! Ich hoffe auch. Super nice. Ich bin immer unterwegs und versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital Watch auflehnen. Sie möchten das auch tun? Nein. Dann handeln Sie mit mir. Nein. Aber vielleicht, wenn wir was brauchen, schon. Ansonsten sparen. Kohle ist weg, Freunde. Wir haben richtig böse Geld ausgegeben. Also so richtig böse. Ja. Fast schon unverschämt viel. Es war unverschämt viel. Auch im Mare Relictum war es unverschämt viel. Ihr wisst das ja alle. Jetzt dröhnt sie wieder runter. Hey, was ist los? Nix. Ja, wir müssten mal gucken... Die Jungs hier sind auch irgendwie geil, oder? Sind die geil, Freunde? Was meint ihr? Ich gehe mal in die Postkartenansicht rein. Jetzt fahren sie wieder alle zurück, hä? Was machen die da eigentlich? Ach, die pumpen das hier ab, ne? Also irgendwie ist schon geil, ne? Ja, irgendwie machen die das schon echt stylisch, die Jungs. Aber unsere Mondkolonie ist halt auch echt riesig geworden, wenn man das mal so sieht. Die hat schon Pump, Freunde. Die hat schon echt Pump. Die Schildgeneratoren. Also ich muss sagen, das Detaillevel von dem Spiel ist ja mal wirklich der absolute Abschuss, oder? Gerade auch so, wenn man hier mal rumfährt und fliegt und guckt, was da gerade abgeht. Hier oben an unserem Raumhafen. Ja, genau. An unserem Raumhafen ist hier gerade mega Cargo-Action. Und hier schießen wir schon die Energie ins All. Ihr seht schon, dann kommt auch wieder ein Raumschiff an. Cargo Shuttle. Ja, da geben wir Geld aus, Freunde. Da geben wir richtig fies Geld aus. Das wisst ihr auch. Da haben wir da schon richtig böse was gemacht. Was ich allerdings auch noch irgendwann machen möchte, ist diese Quest hier. Lichterschuss aktivieren. Kraterhotel. Das wäre natürlich episch geil. Da müssen wir mal gucken. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 20 Tieren aus Ihrem Raum. Okay, wir machen das mal, oder? Mit dem Raumhafen? Da steht auch irgendwo unser Buggy rum. Du bist nicht mehr im Plan. Jetzt wollen wir gerade. Da müssten wir doch eigentlich beladen. Oder ist damit der hier gemeint? Oder? Das hier? Nee, das nicht. Achso, wir haben den gar nicht. Haben wir den nicht ausgewählt? Doch. Ah, Buggy der geheimnisvollen Frau. Okay, verstehe. Ah, wir haben nicht genug Diamanten da. Ja, schieß mich kaputt, ey. Diamanten? Wir schieben auch gar keine Diamanten durch die Gegend, fällt mir gerade auf. Warte mal, Diamanten kommen von hier. Wir machen das mal langsam. Verbunden. Das kostet natürlich jetzt wieder einen Haufen Schotter. Jetzt dauert es wahrscheinlich auch wieder 100 Jahre, bis hier Diamanten ankommen. Import. Diamantenbilanz. Die sollte jetzt eigentlich nach oben steigen. Oder wird die Bilanz immer ausgeglichen? Wahrscheinlich wird sie eher ausgeglichen. Und dann müssten wir wirklich plus 20 Diamanten hier anschaffen. Boah, wenn das wäre ja fies. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal.
Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten, wie lange das, wenn dann, wenn das dauert, wie lange das dauert, das weiß ja kein Mensch, ne? Das weiß ja wieder niemand. Hier schaut es aber gut aus. Es schaut in allen Kolonien eigentlich ganz gut aus. Aber plus 20 Diamanten. Wir müssen das mal ein bisschen im Auge behalten. Finden Sie Taucherteam auf dem Meer. Ja, Freunde, was ist passiert? Wollte ich auch noch erzählen. Ich habe ja eigentlich 2 Folgen Anno aufgenommen. Und dann ist ja damals mir die eine Festplatte abgeraucht. Ja, die haben wir dann tatsächlich wieder hinbekommen. Das war ein bisschen Rumgefriemel und Machen und Tun und mit Liebe rangehen an die Sache. Volle Kraft voraus. Aber, man muss dazu sagen, das hat natürlich sein Tribut gefordert. 2 Folgen Anno sind dabei draufgegangen. Wir haben nämlich diese Mission hier angenommen und wollten die jetzt langsam abarbeiten, weiß ich noch nicht. Und das ist natürlich auch schwierig, ne? Da muss man jetzt auch mal rangehen an die Sache. Taucherteam sollen wir bergen. Können wir auch so bergen. Kommen wir mal in der Karte ein bisschen rum. Vielleicht sind Taucherteams... Ne, aber die müssten ja irgendwo hier sein, oder? Komm, logisch wären die irgendwo hier, die Jungs. Wo sollen sie sonst tauchen? Da. Einer fehlt noch. Die müssten ja irgendwo in dem Bereich hier unterwegs sein. Das Danke. Sind sie doch. Die Ergebnisse sehen vielversprechend aus. Graphengenerator ist halt auch mega. Möchten Sie mir dabei helfen, das zu implementieren? Halten Sie im Besitz von Vitamindrinks in Cup am Bar. 295 von 50. Okay. Sind unterwegs. Ready to rumble. Wie schaut es eigentlich mit unserem Port aus? Oh, der wird schon fast... Wir rüsten nämlich jetzt auf Energie um. Ja, das heißt, dass wir Energierouten laufen lassen können. Das wird hier gerade steil gebaut. Ach, gucken wir mal, ne? Das ist natürlich mega. Allein das Raumschiff finde ich ja schon super, super nice. Das schaut einfach optisch so geil aus. Ich bin immer noch total geflasht. Viele wissen nicht, ob sie sich Anno tatsächlich kaufen sollen. Freunde, ich kann das verstehen. Billig ist es nicht. Da sind sich alle Experten einig. Billig ist dieser Anno-Teil nicht. Aber welcher Anno-Teil oder welcher AAA-Titel ist denn jemals billig gewesen beim Kaufen? Hm? Sagt euch das mal. Also billig geschenkt kriegst du heutzutage nichts mehr. Ich muss sagen, allein dadurch, dass ich hier wirklich in einer Tour machen, tun und arbeiten kann, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür ist es gelungen. Hast du Neuigkeiten zum Auftrag für mich? Weil mich, muss ich sagen, flasht das nicht nur ein bisschen, sondern mich flasht das richtig arg. Und ich muss sagen, dafür ist es mir wirklich auch das Geld, was es nun tatsächlich dann auch kostet, ist es mir ehrlich gesagt auch absolut wert. Muss natürlich jeder von euch selber entscheiden und für sich selber auch wissen, was ihm das Spiel nun wert sein möchte oder halt auch nicht. Aber ich muss sagen, allein durch den Detailgrad, den man hier sieht, ne, und durch das, was hier so angeboten wird, ja, ist das echt absolut übergeil. Ich könnte mir den ganzen Tag durch die Straßen hier durchgucken und gucken, was passiert da, was machen die Leute, wie machen sie es. Und ich meine auch, dass immer wieder die Models auch ein bisschen verändert werden. Ich meine jetzt gut hier nicht, aber dass auch noch ein bisschen mehr Details reinkommen. Gerade was die Häuser betrifft, ne, solche Geschichten und sowas. Gut, ich habe jetzt auch einen neuen Grafiktreiber auf dem PC. Das kann auch daran liegen, das ist möglich. Es schaut einfach deutlich geiler aus, muss ich einfach mal so sagen. So, jetzt gucken wir mal gerade. Wir sind im Raumhafen, ist in Arbeit. Kriegen wir vielleicht noch hin. 2 Minuten 30 müssen wir noch durchhalten. Dann haben wir die Vitamin-Drink-Mission. Haben wir dann auch erfüllt. Und dann geht es so langsam, aber sicher geht's dann los. Jetzt bring die Sache endlich zu Ende. Ja, dann machen wir vielleicht nächste Folge, damit der uns wenigstens mal nicht so auf den Keks geht. So, das ist unsere Mission, die haben wir. Trauma, schließen Sie Krisensektoren, Aufträge ab, um notwendig seltenen Rohstoffe zu halten, wenn Sie einen Mangel... Können wir das Tutorial abbrechen? Ja, wahrscheinlich, oder irgendwie. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben nur 2 Vitamindrinks auf Vorrat. Das ist natürlich super, super wenig. Hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Zu Global Union teilzunehmen. Warte mal, das geht auch hier, oder? Erfolge, ja. Erfolgspunkte haben wir da auch. Pläne haben wir, klar. Firmenstufe ist auch klar. Belohnungen für nächsten Aufschwung. 100.000 Kontolimit. Waren
Übersicht, Import, Transfer, Slots, plus 1, ist auch sehr interessant. Dann haben wir, sind wir aber mit den Seaman Internationals auf einer Stufe. Startbildschirm will ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Strategiekarte. Weltmarkt. Die Konferenz. Hier wird über das Schicksal der Weltwirtschaft entschieden. Okay. Diese Prozesse kannst du beeinflussen. Es hängt davon ab, wen du unterstützt. Ich werde hier und da ein paar Empfehlungen geben. Okay. Okay. Lebensmittel? Nee, Energie. Rohstoffe? Rohstoffe klingt gut. Logistik minus 3. Leisheng Electricity ist der Weltmarktführer für Energie. Solarenergie ist eines unserer Hauptfelder. Die Sonne geht im All niemals unter. Finde ich irgendwie gut. Leisheng bedankt sich für ihre Unterstützung. Ja, die supporte ich mal. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Yay, Erfolge! So, sind wir jetzt hier langsam mal fertig? Oh, fast fertig. Das kriegen wir vielleicht noch die Folge hin. Oh, wie nice. Und die Folge kommt jetzt dann auch noch das Ding durch. Oh, wir kriegen hier gerade richtig Action rein in der Folge. Super, super geil. Jetzt können wir mal die letzten Reste. Ich meine, wir liefern nicht volle Fusionszellen, sondern halt einfach nur ein bisschen. Aber selbst das bisschen haut schon volle Kanne rein. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Lösung war beinahe optimal. Hi, es ist etwas passiert und wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen. Haben Sie Interesse? Okay, hier sind Fischer oder... Ne, 8 Taucherteams sind jetzt da und tauchen hier. Oh, 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 Freunde, wir können es fertigstellen, oder? Dauert nicht mehr lang. Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade. Drake, gerade wenn man glaubt, man kann durchatmen, geil, kommt er aus seinem Loch gekrochen. Aber ich habe genug von den Versteckspielen. Wir schlagen zurück. Boah, die das ist weit ab des offiziellen Prozederes. Aber ich habe einen alten Kontakt aktiviert. Sie weiß, wo Drake sich versteckt. Okay. Und sie wird uns helfen, seine Anlagen zu infiltrieren, um seine Pläne aufzudecken. Drake unterhält auf der Erde eine geheime Militärbasis. Alle Geheimnisse der Orbital Watch sind an einem Ort verstaut. Geil. Ich brauche nur ein Team fähiger Dateningenieure. Dann kann ich von hier aus darauf zugreifen. Oder wir machen einen Hausbesuch. Okay, wir müssen aber vorher noch diese Mission hier machen. Aus dem Raumhafen müssen wir das Zeug holen. Machen wir auch. Ganz schön viel los hier auf dem Seeweg. Nanokeramik. Haben wir so wenig Nanokeramik? Okay, müssen wir auch da wieder warten. Ich schau mal kurz auf den Mond noch. Ich bin froh, dass wir nicht alleine stehen. Aber ich... Ja. So. Dann gucken wir mal hier fix auf den wunderbaren aller Monde. Ich bin gespannt. Der Mond, das ist, glaube ich, eine geile Geschichte, wenn man da ein bisschen vorankommt. Ich will ja dann eine Mondstadt bauen, ne? Also eine Mondcity wäre schon episch. Habe ich da jetzt... Da waren auch noch überall Platten. Die müssen wir mal langsam die einsammeln. Die Logistikstreams lassen darauf schließen, dass da geschossen wird. Mhm. Gut, jetzt gucken wir mal gerade in die Übersicht rein. Nee, tatsächlich. Wir liefern gerade wirklich nur einen Diamanten. Wir brauchen aber, glaube ich, 10, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe. Oder 20, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Beides könnte man logistisch machen. Objektprofil wird aktualisiert. 20, okay. Dann müssen wir wirklich auf 20 erweitern. Das kostet uns natürlich eine Riesenstange. Komm, oder? Echt? Ist das die Grenze? Bis 20 können wir noch transportieren. Nice. Sortiere Daten. Okay. Laut. Okay. So. 16. Komm schon. 17. Hey, mit Liebe, Freunde. Das geht. Das wird was. 19. Okay, wir holen uns den Container. Aber ob wir ihn wirklich hier abgeben können, ob wir das Ding hier wieder flott bekommen, unseren schönen Krater, unser Kraterhotel, das, ich glaub's ja schon. Aber ob das wirklich alles stattfindet, das erfährst du da draußen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch allen, die zugeguckt haben, die das Video gefeiert haben, denen es wirklich Spaß gemacht hat, die einfach jetzt eine gute Zeit haben, wünsche ich einen wunderschönen Tag. Lasst euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit. Euer Zwerg. Auf Zwergtyp, ciao.